Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 2 und dem Offenbacher. So, wir hatten ja in der letzten Folge neu begonnen. Heißt, wir müssen da was planen, also was umplanen. Das heißt, ich werde zwar jetzt schon in die Miesen gehen, und zwar richtig krass in die Miesen gehen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt erstmal über Otstedt am Berg, also Eckstedt, Otstedt, Aschaffenburg und dann von hier mit dem Schiff. Könnte etwas heikel werden. Entweder gehen wir hier rüber nach Otstedt oder und ziehen dann hier rum nach Aschaffenburg und gehen dann hier mit dem Personenzug weiter. Weil das wäre ja einfach nur klasse. Weil die brauchen 27 und der braucht schon alleine 44. Naja, gut. So viel ist es natürlich auch nicht. Aber egal. Ich hatte da aber, glaube, was. Irgendwas hatte ich gefunden. Gesehen, was mir. Ah, okay. Okay. Ah, alle. Ah, okay, alles klar. Ja. Das heißt, dass da 10 Millionen. Oh, 10 Millionen? Das ist das neue Werkzeug. Da kann ich nur baue eine neue Stadt mit separaten Werten für die drei Gebiete. Im Editor werden Werte außerhalb der Grenzen 50 bis 800 nicht richtig angezeigt, sind aber aktiv, solange sie nicht geändert werden. Okay. Das wären dann die 10 Millionen. Aber dazu kommen wir später. So, das heißt, wir müssen jetzt erst einmal. Wie viel haben wir eigentlich schon fahren? Ja, ich glaube, da werden wir erst einmal mit dem Zug arbeiten wollen. Denn wir werden hier erst einmal ein bisschen ziehen. Das heißt 200.000, 200.000. Das ist jetzt etwas krass, aber es hilft ja nicht. Wir müssen ja ein bisschen was jetzt hier machen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall ein Honig auf die Seite. Ja, so, jetzt ein Gebäude. Entschuldigung. Ja, ich habe immer noch einen Husten. So, 320, 200. So, das heißt,
Achso, nee. Wir machen erstmal nur den Personenbahnhof. Das ist zwar jetzt ein bisschen tricky. So. Da muss das Gebäude auch noch weg. Und dass wir den jetzt hier hinsetzen können. So. Und dann werden wir eventuell Straße. Jetzt ziehen wir die Straße hier durch. Reißen das Ding ab. Und setzen den hier dran. So, dann haben wir, damit wir gerade kommen, beziehungsweise ein bisschen die Landzunge anvisieren können, werden wir hier noch einen hinsetzen. Bedeutet aber auch, wir dürfen hier und wir dürfen hier und wir dürfen hier. So, heißt erstmal ganz krass, wir müssen jetzt Schiene legen. Und zwar, ja. So, und das heißt, ja, richtig. So. So, das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Ich hoffe, dass ich es gut hinkriege. Nur alleine schon jetzt der Personenbereich wird ein richtiges heftiges Teil. Da müssen wir ja noch den Zug dazu nehmen. Ja, perfekt. So, da wir ja Pause haben, werde ich hier mal schnell durchschnallern. Nämlich hier durchziehen können.
So. Das war er, glaube ich. So. Und dann müssen wir noch ein Gebäude bauen. Was wir natürlich hier in den Wald stellen. Und mit einem Gleis anbinden. So. Bedeutet, das wird natürlich nix. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was haben. Aber ich glaube, da haben wir nichts. Nein, haben wir nichts. Nein. Verdammt. Okay. Das heißt, wir müssen die Ecke noch mal komplett abreißen. So. Ist jetzt etwas mit erhöhten Kosten verbunden. Ist mir klar. Okay. Macht man zwar nicht so einen Bau, um das jetzt ordentlich hier zu deichseln, muss ich es wohl machen. So, und hier werden wir jetzt auch das machen. So, Signale. Werden wir hier das Einfahrtsignal machen.
in Offenbach. Auch ein Einfahrtsignal. Jetzt können wir umschwenken. Wir können hier die Ausfahrtssignale machen. Hier die Ausfahrtssignale bis zum nächsten Bahnhof. Das haben wir auch. Freigabesignal. Jetzt müssen wir bloß hier hinten gucken. Hier müssten nämlich jetzt zwei hintereinander sein. Aber okay, das passt eigentlich soweit. Das ist überhaupt kein Problem. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft und Zeit. Eckstedt hier mit anzubinden. Jetzt machen wir erst einmal neue Linie. RB1 Offenbach. Eckstedt. Eckstedt, richtig. So, und das heißt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. So, das heißt, Nahverkehr Aschaffenburg ist da schon angeplant. Ich werde jetzt hier ganz einfach so rotzend so frech sein wie möglich. So. Und werde jetzt diese Stelle kappen, dass sie nämlich hier drüber fahren. Heißt, sie müssen rumdrehen. Damit ist das auch wieder erledigt. So. Zug kaufen. Haben wir schon Dampf, was? Elektrisch, Diesel? Nein.
Passagiere, haben wir die Donnerbüchse, die können 60, 14. Wir nehmen erstmal 3 Millionen. Und Passagiere 2 mit 28 Kapazität und die geht auf die Hatza Allah. Halleluja. So, hier ist aber noch nichts da, was hier eigentlich da sein sollte. Deswegen werden wir eine Haltestelle hinzufügen. Das bedeutet, zack, 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 genau, ist da. Hier ist die schon da, also könnte man jetzt theoretisch ganz pfiffigerweise, wenn das Geld noch reichen würde, was eigentlich nicht der Fall wäre, könnte man hier eigentlich jetzt auch Werkzeug, zack, 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 Straßen, Stadtstraße und jetzt wieder Werkzeug, Werkzeug, zack, zack. So, dann Gebäude. Zack. Dann einmal hier drüben und einmal hier. Dann nehmen wir noch einmal das Werkzeug hier. Gebäude. Dann könnte man das nehmen. So, jetzt wäre hier die Frage, kommen wir ja, kommen wir. So, dann haben wir hier eigentlich auch Straße. Dann könnte man nämlich hier einfädeln. Werkzeug. Klack, klack. Klack, klack, klack. Klack, 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 klack. Klack, klack. So, Gebäude. Und dann nehmen wir hier große Haltestelle. Dann nehmen wir eine große. Dann nehmen wir hier eine. Dann hier. Und dann könnte man hier eventuell noch eine hinsetzen. Und hier noch eine hinsetzen. Beziehungsweise, könnte man. Umstiegshaltestelle. Also du fährst darum, fährst hier rum. Könnte man eigentlich auch anders lösen. Alli derweil, ich nämlich glaube eine bessere Idee habe. Fährt so rum. So. Heißt, wir müssen jetzt hier noch das anlegen.
Und wieso funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Jetzt. So, das heißt, wir machen jetzt Linie Eckstedt. Nahverkehr Eckstedt. Nahverkehr Eckstedt. Bedeutet, wir fahren. Also Nahverkehr Eckstedt 1. Bedeutet, wir fahren von hier rum, genau, und machen Nahverkehr Eckstedt 2. Und der fängt hier an, hier lang, hier lang. Dann fährt er hier rum, dann fährt er hier rum und dann hört er hier wieder. Dann könnte man eigentlich hier unten auch noch einen Haltepunkt hinsetzen, einen kleinen. Als Umstieg und setzen zwischen dem Fliederweg, setzen wir den rein. So, okay. Jetzt müssen wir aber, um dahin zu kommen, noch einmal unser Werkzeug ansetzen. Genau. Wird eng, wird eng, wird eng. Also, wird sehr eng, wird noch enger, noch begeistert. So, wir haben da schon mal was. Und hier haben wir noch gar nichts. Das ist natürlich gar nicht so schön, obwohl wir hier eigentlich größtenteils alles in Aschaffenburg schon mal abdecken. Und hier auch, aber das ist ja einmal. Oh, der Baum steht aber mittendrin. Gefällt mir gar nicht. So, damit haben wir 28 Leute schon mal auf Tour. Und er zieht durch. Warum auch immer. Obwohl der erst in Offenbach halten sollte. Aber naja, macht nichts. Kriegt man hin. Jetzt werden wir erstmal durchziehen. Guck mal. Nein, noch nichts. Okay, damit ist die Strecke jetzt offiziell eingeweiht. Hoffentlich mache ich mir nicht schon wieder in die Hose, weil ich wieder einen Fehler mache. Wenn der Zug natürlich voll fährt, ist das überhaupt kein Problem. Dann bringt der Kohle. Aber sobald der keine Kohle mehr bringt, wird's eng. Also da denke ich mal, haben wir dann irgendwo ein Fehler wieder drinne. Hier ist auch noch keiner. Da drüben stehen schon. Auf dem Rückweg wird's cool. Auf dem Rückweg wird's ganz cool. Auf dem Rückweg wird's sauber. Zack. Gerade rein. Genau, da steht auch noch keiner. Das ist
Ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm, aber auf dem Rückweg haben wir schon welche dabei. Da kostet uns sowieso jetzt erstmal Geld. Deswegen wird das kein Problem sein. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt mal ein bisschen besser hinkriegen. Und wie viel nimmt er mit? Na ja, 16 von 28, sauber. Da würde ich mal sagen, sauber. Apropos. Wir müssen die Ferndramm einstampfen. Fahrzeug verwalten. Bestätigen. Linie. Kappen. So, das heißt, wir haben jetzt in Aschaffenburg erstmal überhaupt keine Leute, die nämlich hier fahren. Bedeutet, wir haben jetzt erstmal auch der ist voll. Super. Er bringt uns jetzt Kohle. Jetzt bringt er Kohle. Als nächstes werden wir dann die Steinlinie anschließen. Mit dem Schiff. Ja, da stehen auch welche. Sauber. Easy. Aussteigen, 10 mitnehmen. Richtig, so sieht's aus. Na, das passt doch. In Aschaffenburg wird's schon. Hier stehen 12. Die Leute fahren aber trotzdem mit dem PKW. Okay. Wir müssen zumindest eine Tramlinie bringen. Also eine Tram brauchen wir. 1 Million haben wir schon. Wo kommt die her? Will ich mal gucken. Eckstedt ist noch überhaupt nichts dabei. 12 Minuten ist ganz klar, dass wir da noch nichts haben. Offenbach Getreide. Toll. Reise ich wieder auf dem Bach. Eieieiei. Wird genial. Ist Offenbach eigentlich versorgt? Jawohl. 49 stehen hier schon. Oh. Jetzt wird's interessant. Also jetzt wird's ganz interessant. Oh. Der leiert raus. Hier stehen 56. Wo ist unser Zug? Da. Wie viel hat er mit? Na. Achtundzwanzig von 28. Macht aber immer noch miese. Jetzt stehen hier 32.
Muss definitiv hier mehr machen. Aber warum kommt der nicht aus? Offenbach. Hätten wir vielleicht doch erst hier drüben machen müssen. Wäre vielleicht ratsamer gewesen. Ich verstehe das nicht. Nahverkehr Aschaffenburg. Offenbach 17. Da können wir noch eine verkaufen. Hier können wir auch noch eine verkaufen. Damit ist das auch ein bisschen gedeichselt. Fahrplan Takt. 5 Sekunden. Ist zwar nicht so der Hit, aber nee, ich wollte hier gucken. Das ist gut. Die machen immer noch miese. Sechsundvierzig Sekunden. Wir brauchen definitiv hier einen zweiten Zug drauf, aber wie? Hier stehen 56. Ich bräuchte mal ein paar Feldbetten von der Heilsarmee. Der Bahnhof läuft über. Hätte ich lieber mehr gemacht. Ich komme nicht auf den grünen Zweig, egal wie ich es mache. Das ist in Shit. Ich komme nicht über den Zenit. Verdammt, ey. Ich weiß nicht, was ich für Fehler mache. Keine Ahnung. Er fährt auf jeden Fall nicht voll. Mache ich zu wenig? Ist es zu wenig? Mache ich zu viel? Mache ich zu viel? Problem. Wir könnten aber erst einmal Offenbach Aschaffenburg machen. Bei der RB. Drehen wir bitte rum. Wir haben wir zwar jetzt ein bisschen viel, aber das reicht, um dass wir die Gäste hin und her fahren. Vielleicht kommen wir da ein bisschen auf den grünen Zweig. Man muss alles probieren. Ich will nicht schon wieder einen Pleitegeier sehen. Der sagt mir auch schon guten Tag. Wir sind schon per Du wieder. Pleitegeier. Wo ist er denn? Ja. Nicht der Pleitegeier, der Zug meine ich. Da zurzeit ja hier nur eine Fahrt ist,
möchte ich das auch ein bisschen gucken, dass wir das jetzt hier deichseln. Weil der Zug muss Geld verdienen. Der muss ganz einfach Geld verdienen. Da gar genau. Oh, schön. So, der verdient jetzt schon die Kohlen. Er fährt nämlich hin und her voll. Wir dürfen bloß jetzt nicht vergessen, das Ganze noch umzumünzen. Er fährt schon wieder voll. Ja. 66. Miese. Und Offenbach wird voll versorgt. 100% geht aber nicht hoch. Zehntausend. Fünfzehn. Das ist nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Ich krieg die Krise. Zweihundertsiebzehntausend. Er verdient ein bisschen was. Naja, oder auch nicht. Aber nicht so viel, dass die Kosten gedeckt werden. Und wieso macht die eigentlich Minus? Wie viel haben wir da drauf? Fahrzeuge. 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 werden wir jetzt erstmal verkaufen. Oh, komm. Noch einmal 5 verkaufen. Damit die erste mal hier wissen, dass es ein bisschen Schotter gibt. Und wir hier drüben was anhäufen. Denn irgendwie muss das doch hier zu schaffen sein. Verdammt ich nochmal. Plus. Ich komme da auch nicht in die Gewinnzone hier. Also da bin ich wirklich aufgeschmissen jetzt langsam. Sonst hat das doch nicht so lange gedauert. Ja, dann mit 16 von 28. Ach, das gibt's nicht. Hab ich mich da schon wieder verkalkuliert. Na, das wäre ja übel. Das wäre sehr übel, wenn wir uns da jetzt verkalkuliert haben. Wir machen auf jeden Fall machen wir Plus.
fast eine Million plus und jetzt im neuen Jahr minus. Passt schon. Offenbach macht, macht. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hin wollen. Wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen. So. Das ist jetzt. Ach nee. Nee, da muss ich hin. Okay. Okay. Okay, an dieser Stelle machen wir Feierabend. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und falls ihr mehr von meinen Pleitegeier-Erlebnissen miterleben wollt, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Heißt nicht, dass ich schlechter spiele, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Aber auf jeden Fall würde ich mich darüber sehr freuen. Und abonniert die Glocke, damit ich immer, nee, damit ihr immer die neuesten Videos kriegt. Denn ich erstelle sie ja für euch. Also, bis dahin, euer Offenbacher. Ciao.